Moin, hey und hallo und auch herzlich willkommen zu der sage und schreibe 100. Folge von Let's Play The Elder Scrolls Skyrim auf meinem Kanal mit Pferdeheinz und mit Lydia. Und wie man es vielleicht schon im Thumbnail und auch im Titel gesehen hat, jetzt mit dem DLC Dawnguard. Ich habe mich hier schon in diese Höhle begeben. Also, wie man natürlich erstmal ja, mitbekommen haben sollte, es ist jetzt auf jeden Fall die 100. Folge. Und Canyon der Morgendämmerung. Und damit bricht jetzt die zweite Zeitspanne an. Jetzt im neuen Jahr, im Jahre 2015, für mich zwar noch nicht, für mich ist gerade kurz vor Weihnachten. Aber okay, ja, wir starten jetzt mit diesem DLC Dawnguard. Ich habe mich jetzt hier schon zu der Dämmerwacht begeben und auch schon der Quest gefolgt, Dämmerwacht. Ich habe von einer Gruppe Vampirjäger erfahren, der Dämmerwacht. Es scheint, als hielten sie nach neuen Rekruten Ausschau. Und das Ziel ist, sprich mit dem Anführer der Dämmerwacht, der uns scheinbar in dieser Höhle dort vorne erwartet. Ich habe mich jetzt einfach mal offscreen hier hinbegeben, weil ich jetzt in der 100. Folge nicht erstmal so mit Pferd von Nevok... Ach man, Pferd von Nevok, ich trauere dir immer noch nach. Mit Pferdeheinz hier durch die halbe Gegend reiten wollte. Ich bin letztlich zwar nur, also erstmal, ja, damit man es ungefähr weiß, ich bin erstmal nach Riften schnell gereist und dann mit Pferd von Nevok hier zu meinem momentanen Standort. Wir sind also ganz im Südosten der Karte. Und, ja, ich habe seit 2 Wochen übrigens nicht mehr aufgenommen. Das hat verschiedene Gründe. Einer von denen ist... Ich erzähle es mal eben kurz vor, ich weiß 100. Folge und ich erkläre euch erstmal wieder, warum ich jetzt irgendwie nicht aufgenommen habe. Ganz spannend, ne? Ach, genau, das. Wir haben alle Stück für Stück, also ich habe mich erstmal nicht aufgenommen die ganze Zeit jetzt davor und es kam auch jetzt keine Videos Ende des letzten Jahres gerade. Die Zeit nicht mehr so viel ist, kam jetzt nur noch das Ende von Skyrim, von der ersten Zeitspanne und das Ende von SimCity. Hoffe ich mal, dass ich das noch hinkriegen werde. Ja, aber es gab verschiedene Probleme. Zuerst war es zeitlich, dadurch fehlte mir dann in der letzten Zeit nicht gerade Motivation, denn wenn die Zeit mangelt, dann hat man irgendwie in dem letzten bisschen Freizeit nicht unbedingt dann noch Lust, gerade noch aufzunehmen, sondern will gerade vielleicht noch was anderes machen. Dann was die Technik, die teils rumgespackt hat, wo dann auch wieder die Motivation fehlte dadurch, also das teils sogar vielleicht gar nicht ging, das war ja auch manchmal der Fall. Es gab reichlich Hindernisse und Hürden, die haben wir jetzt jedenfalls überwunden. Und jetzt auch nochmal, bevor wir in den Canyon der Morgendämmerung gehen, ich habe jetzt Nordstahl, Panzerhandschuhe, Stahlrüstung und Stahlstolpenstiefel, denn ich habe irgendwo dort vorne irgendeinen Typen da getötet, der so geilen Stahlkram dabei hatte und den habe ich mir jetzt angezogen. Und deshalb haben wir jetzt diesen etwas besseren Rüstungskram an. Ja, und jetzt endlich gehen wir mit Lydia hier in diese Höhle, in den Canyon der Morgendämmerung. Und ich bin super gespannt, was passieren wird. Also, was jetzt auch diese Zeitspanne so ausmachen wird, das werdet ihr noch jetzt mit dieser Zeit, also mit der Zeit werdet ihr es noch herausfinden. Was ich jetzt auch noch, also außerhalb, dass wir jetzt natürlich das DLC spielen, Dawnguard, hier, worum es da jetzt genau geht, ich weiß jetzt nicht genau, worum es da geht, aber so ungefähr, also es geht um Vampire und Vampirjäger, das weiß ich. Großartig, mehr weiß ich jetzt aber auch nicht. Ich bin auch sehr gespannt. Das ist übrigens auch sehr geil auf diese ja, ich sag mal, Schlucht, in der wir uns hier gerade befinden. Diese Schneelandschaft. Ich weiß nicht warum, aber bei bergigen Schneelandschaften muss ich momentan wahrscheinlich immer an Far Cry 4 denken. Will ich jetzt aber nicht hin abschweifen. Aber wie gesagt, außerhalb des Punktes, dass wir jetzt nun mal... Ah, wir müssen scheinbar doch ein Stück gehen. Aber ich denke mal, in dieser wunderbaren Landschaft, die wir ja noch nie gesehen haben, ist ganz gut, wenn ich euch da auch mal mitnehme. Sind wir auch hier, um der Dämmerwacht beizutreten? Unter uns. Ich bin etwas nervös.
Ich habe so etwas noch nie gemacht. Ich hoffe, okay. Ihr habt nichts dagegen, wenn ich mit euch dorthin gehe. Ich erinnere, also, nicht, dass ich Angst hatte, ihm gegenüberzutreten. Nicht der beste Eindruck, den ein neuer Vampirjäger vermittelt, würde ich sagen. Ja, mein Freund, ach, du bist ein ganz lustiger, du. Ich könnte ihn jetzt einmal so. Ich habe kein Problem, wenn du hier mitläufst, ne? Ihr habt bestimmt schon viele Vampire umgebracht, oder? Isran, mitläufst. Aber. Aber ich mache dieses Let's Play, mein Freund. Und ich möchte nicht, und zwar gar nicht, was du mit dir dazwischen redest. Wenn ich gerade die 100. Folge noch ein bisschen am Ankommentieren bin. So, und wie gesagt, was diese zweite Zeitspanne jetzt ausmacht, das werdet ihr noch im Verlauf dieses neuen Jahres, dieses neuen Let's Play-Abschnittes sehen. Und da scheinen schon die Festung Dämmerwacht oder die Dämmerwacht nur, keine Ahnung. Die Wasserfälle davon sahen übrigens auch ziemlich geil aus. Da sieht man noch einen. Finde ich mal schön, irgendwie so eine neue Gegend hier zu sehen. Ist zwar immer noch so grundsätzlich Skyrim immer noch. Die Festung Dämmerwacht haben wir entdeckt. Aber es ist natürlich schon jetzt ein bisschen verändert durch die, ja gut, Berge sind hier zwar auch überall, aber eben, ich würde schon als etwas anders bezeichnen von der Stimmung hier an sich. Ich habe es sogar mal Nacht werden lassen, wenn es um Vampire und Vampirjäger geht, ist ein großer, runder Mond die Anlage ganz angebracht. Sieht beinahe verlassen aus. Für mich sieht die komplett verlassen aus, nicht nur beinahe, mein Freund. Julia kommt auch gut mit. Ich bin echt super gespannt. Schön, wie man hier auch gleich introduced wird von diesem Kollegen, dass man gleich einen an die Hand bekommt. Auch wenn der scheinbar gerade nicht besonders hilfreich ist. Gut, mein Freund, was du zwar nicht weißt, wir sind das Drachenblut. Ich gehe jetzt einfach mal vor. Wir sind das Drachenblut, ich gehe vor, genau. Also, ich bin mit Lydias Drachenblut nur vereint. Entfaltet sich die komplette Stärke, die komplette Drachenblutstärke. Ich frage mich gerade, wie wir hier hochkommen sollen. Grundsätzlich mal eine interessante Festung. Erinnert mich ein bisschen an Oblivion, die Türme so. Oh. Hat er da. Der hat eine Armbrust. Geil. Sieht voll modern aus. Ich wusste gar nicht, dass es hier sowas in Skyrim gibt. Du, Lydia. Hallo? Hallo, Durak. Sieh an, ihr habt es gehört. Wir sind Vampirjäger. Ja. Wir suchen und vernichten diesen blutsaugenden Abschaum, wo immer wir ihn finden. Ach, war das der Typ, den wir in, in Riften getroffen haben? Da habe ich, glaube ich, doch sogar gesagt. Er sieht ja aus wie, ist es ein Vampir. Aber der hat die Zähne hier unten. Der Kollege ist ja ein Ork, der gute Durak. Aber wo es auch gerade steht, von einer Vampirbedrohung habe ich eigentlich nie etwas gemerkt. Ich meine, wir haben zwar mal ein ganz paar getötet, die irgendwie in der Gegend rumliefen, aber ansonsten eine großartige Bedrohung war das auf keinen Fall. Ihr scheint nicht zuzuhören, wie fast alle anderen hier. Habt ihr nicht gehört, dass die Halle der Wachsamkeit von Vampiren zerstört wurde? Sie haben die Bedrohung nie ernst genommen. Und jetzt mussten sie dafür zahlen. Wächter, Dämmerwacht, wovon sprecht ihr? Die Wächter jagen hauptsächlich Anhänger der Dedra. Deswegen traf es sie besonders hart, als sie gegen die Vampire vorgegangen sind. Deshalb hat unser Anführer Isran die Dämmerwacht zurück ins Leben gerufen. Wahre und ernsthafte Vampirjäger. Mit einer Armbrust. Ja, das war's doch schon mit dem Dialog. Kämpft wacker. Ja, wie kämpft wacker? Willst du mir irgendwie auch mal was erzählen, wo wir hier jetzt irgendwie außer dir mit irgendwem sprechen können? Meldet euch bei Isran auf Festung Dämmerwacht. Ja. Und beeilt euch, wenn ihr es ernst meint. Womit schießt ihr da? Die Vampire werden bald wieder von sich hören lassen. Wäre ganz interessant, vielleicht kann er mir auch so ein Objekt der Begierde abgeben. Noch nie eine Armbrust gesehen, wie? Schon, überrasch aber... mich nicht. Ist eine Spezialität der Dämmerwacht. Gibt nichts Besseres, um Vampire zu erledigen. Hier, nehmt diesen und probiert ihn einmal aus. Ihr solltet damit umgehen können, wenn ihr wirklich der Dämmerwacht beitreten wollt. Lydia, das ist spannend. Bringt der Dämmerwacht Ehre. Haben wir den jetzt komplett bekommen? Probiert ihn mal aus, aber...
Alter. Sieht auf jeden Fall interessant aus. Ist natürlich sehr hölzern geschnitzt hier. Was mache ich denn? Ich wollte es eigentlich auf meine Favoritenliste packen. Stahlbolzen. Lydia, ich gebe mir was ab, damit wir überhaupt erstmal richtig laufen können hier. Ja, du gibst mir Deckung, ich gebe mir was ab. Ich habe geschworen, eure Liste zu tragen. So läuft es am besten zwischen Tarn und Huskarl. Ich habe auch mal die Begriffe gelernt. Wer hätte es gedacht? Lydia, ich gebe dir einfach sogar mal meinen orkischen Zweihänder, weil ich eigentlich erstmal die Verzauberung vom alten Nordzweihänder jetzt aufbrauchen wollte. Solange kann Lydia ja das Teil benutzen. Jo, passt von der Traglast her. Oh ja, man sieht auch die Handschuhe. Sieht, wie ich finde, etwas cool aus. Auf jeden Fall. Nett, nett. Jetzt kann man noch unseren wunderbaren Ring sehen. So, jetzt haben wir direkt schon mal eine Armbrust. Und letzte Folge starten mit einer Armbrust. Geil. Okay. Einfach. Okay. Ich will, dass er die so zur Seite hält. Ich kann doch irgendwie. Man kann gedrückt halten. Läuft man langsam, okay. Und dann kann man. Was sagen? Das kann man auch machen. Schnell speichern und dann auf Lydia schießen. Und dann hat sie einen wunderbaren Stahlbolzen im Gesicht. Und? Rein außen, außenmäßig auch noch auf der anderen Seite. Ja, wunderbar, jetzt haben wir einfach meine Armbrust. Geil. Werde ich wahrscheinlich den Bogen sogar etwas vorziehen, einfach weil ich die vom Ding hier cooler finde. Ja. Begründungen made by Nevok. Mit einer sehr hohen qualitativen Wertigkeit. Was laber ich für die 100. Folge? Und ich labere einen Dreck zusammen, wie es gar nicht mehr dreckiger gehen würde. Ich habe übrigens auch aufgeskillt, nur mal eben kurz zwischendrin angemerkt. Ich habe Pfeilchen geskillt. Einkaufspreise sind um 10% niedriger. Und die Verkaufspreise um 10% höher. Und hier ist auch schon scheinbar, wie es aussieht, der Eingang zur Dämmerwacht. Da steht schon unser Kollege vom Anfang. Akmer und? Isran wird entscheiden, ob ihr das Zeug dazu habt. Was bist du denn für ein Pedo? Wir kommen hier an, du sagst neue Rekruten. Yummy. Dann hat er noch so seinen Pedo-Blick drauf und seinen Pedo. Egal. Wir betreten jetzt die Festung der Dämmerwacht und ich bin gespannt. Die Wächter und ich haben uns schon vor langer Zeit getrennt. Ihr wisst, warum ich hier bin. Die Wächter werden von allen Seiten angegriffen. Vampire sind viel gefährlicher, als wir gedacht haben. Ja, du alte Und jetzt wollt ihr euch mit der Dämmerwacht in Sicherheit begeben. Wie? Ich erinnere mich dran, dass Bewahrerin Cassette mir erzählte, dass Festung Dämmerwacht nur noch eine heruntergekommene Ruine ist, deren Aufbau die Mühe nicht wert ist. Und jetzt, da ihr die Vampire gegen euch aufgebracht habt, kommt ihr hier und bettelt um meinen Schutz. Isra, Karset ist tot. Also wer seid ihr? Und was wollt ihr? Ich wollte dich jetzt nicht stören, ne? Sie sind alle tot. Oh, alle tot, ja, alle tot. Das ist gut, ich unterbreche mal eben dein Gespräch und rede hier mal eben mit Iran oder Isran oder einer Mischung aus Israel und Iran. Gefährliche Mischung, mein Freund, gefährliche Mischung. Ich bin hier mit der Moment, halt, stopp, das ist mal. Okay. Ich beruhige mich und frage den Kollegen Isran erstmal, dass ich gehört habe, dass ihr nach Vampirjägern sucht. Das habt ihr richtig verstanden. Gut, dass sich die Sache endlich herumspricht. Aber das bedeutet, dass schon bald auch die Vampire auf uns aufmerksam werden. Wie kann ich helfen? Drüber nachdenken. Na, eigentlich warten wollen wir jetzt hier nicht. Ich würde schon sagen, wir gehen gleich mal mitten ins Geschehen und fragen, wie ich helfen kann. Wir schauen mal rein. Was sagst du denn? Wie kann ich helfen?
Ich brauche jemanden, der es den Vampiren da draußen heimzahlt, während wir die Festung wieder aufbauen. Tolan hat mir von einer Höhle erzählt, in der die Wächter herumgestochert haben. Scheint, als hätte es mit den Jungs den Vampirangriffen zu tun. Tolan erzählt ihm von, wie heißt die noch gleich, Trübhöhle. Ja, genau. Ja. Höhlengruft. Mit Handschuhe. Der Adalwald war sich sicher, dass darin ein lang verschollenes Vampir-Artefakt verborgen sei. Scheiß Bart. Wir haben ihm genauso wenig zugehört wie Ismael. Er war in der Halle, als sie angegriffen wurde. Das reicht mir. Geht und findet heraus, was die Vampire in dieser Trübhöhlengruft wollten. Mit etwas Glück sind sie immer noch dort. Seht euch ruhig in der Festung um und nehmt mit, was ihr gebrauchen könnt. Festung, Festung, Festung. Was ist in der Festung? Wir sind zum... Ja, wie es gerade eben aussieht. Quest haben wir hier. Erwachen. Ich habe Isran getroffen, den Anführer einer Gruppe von Vampirjägern, die auch als die Dämmerwacht bekannt ist. Die Vampire, die die Halle der Wachsamkeit angegriffen haben, waren möglicherweise auf der Suche nach etwas, das in der Trübhöhlengruft versteckt ist. Isran hat mich gebeten, herauszufinden, wonach die Vampire suchen. Finde heraus, wonach die Vampire suchen. Ja, ich würde mal sagen, wir gucken uns mal eben kurz um. Vielleicht ist ja netter Stuff hier drin. Wenn er das schon so sagt. Ja, immerhin Gold. Gold. Mit Gold kann man nie was falsch machen. Gold nehme ich gerne. Ich bin gerade irgendwie gefühlt sehr nah am Mikrofon, aber ich glaube, das ist nur der Popschutz, der hier so nah dran ist. Mit der ultimativen Vorbereitung auf Folge 100. Wenn es denn überhaupt noch Folge 100 ist, also es kann auch sein, dass schon die 101. Folge ist. Kann aber auch nicht sein. Folterwerkzeug. Ja, geil. Nehme ich mal. Lydia. Ich würde ganz gerne mal mein Folterwerkzeug ausrüsten. Ach, schade. Ich dachte, man könnte jetzt Folterwerkzeuge ausrüsten und dann... Das wäre heftig, wenn man echt so Folterwerkzeuge ausrüsten konnte und dann einfach so richtig heftige Dinge mit den Gegnern machen könnte. Schade, kann ich nicht ausrüsten. Ja, dann ist doch nichts wert. Sieht aber interessant aus. Ihr da, hört auf, in den Schatten herumzuschleichen. Und kommt hier. Wie heißt ihr? Ich. Hallo? Ich heiße Agmer, Sir. Sehe ich aus? Sir Börschen, ich bin kein Soldat. Und ihr tretet nicht der Armee bei. Ja, Sir. Ja, Sir. Ihr tretet nicht der Armee bei. Ja, Sir. Ach man, Kerzenhalter, Spaß. Ich suche nochmal eben nach ein bisschen Geld und dann machen wir uns aber auch schon auf den Weg. Also Geld oder irgendwas anderes Schönes. Oh Gott. Das geht ja noch richtig tief rein. Ja, doch nicht. Was ist denn das hier? Kö. Warum nicht? Da kommt Lydia mal rein, weil sie gerade wieder unartig war. Oh, Schleifstein. Obwohl, braucht man eigentlich gar nicht. Was wir eigentlich eher bräuchten? Na gut, für die Armbrust, aber nee. Nur ein Schaden mehr für 7 Stahlbarren, das wäre doch etwas zu teuer. Was wir eigentlich viel mehr bräuchten, wäre... ein Verzauberungstisch, damit wir auch endlich mal unseren orkischen Zweihänder verzaubern könnten. Werden wir auf unserer Reise aber sicherlich noch finden. Alter! Verpasst mir noch größeren Herzinfarkt. Was ist mit dem los? Nehme ich. Danke. Meine. Tschüss. Ich bin weg. Ich finde Dinge heraus. Über Vampire, die Dinge tun. In Höhlen. Mit sich selbst. Böse Vampire. Ganz böse Ismael Vampire. Eine Aufgabe für euch, wie? Ach, sag. Doch, dass er euch mag. Ja. Ja. Danke, danke. Fußrodar. Fußrodar, sag ich da nur. Fußrodar. Oh. Kopfgeld. Kopfgeld ist eine Sache, die habe ich eher ungerne. Klingt was eigentlich so zum Sterben? Nur mal eben so testweise.
Okay. Okay, okay, okay. Nee, 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 danke. Schwingt jetzt schon seine Axt, aber ohne mich. Es gibt zum Glück hier gleich einen Speicherstand an der Tür. Isran hat eine Aufgabe. Ja, weiß ich doch. Mein Gott. Ja, er mag mich so unglaublich gern. Oh Gott. Etwas tief. So. Natürlich wieder super hinbekommen, ohne falsch reinzubekommen. Wie es sich gehört. War vielleicht etwas schnell für Lydia. Lydia hat eben nicht so ganz die MLG-Skills, wie wir hier mit unserer neuen Stahlrüstung. Sieht doch eigentlich echt ganz nice aus. Nur der Helm stört mich mittlerweile etwas. Die Maske, diese komische Maske von diesen Verehrern oder wie auch immer, was auch immer das waren. Also von diesen komischen Typen aus Flusswald, die habe ich mittlerweile auch nicht mehr ganz so gern. Habe ich nicht sogar weggeworfen? Ich habe die weggeworfen. Oder Lydia hat die. Kann auch sein. Hase. Hallo. Tschüss. So, ich mache gerade ein bisschen Sorgen, dass Lydia wieder nicht hinterherkommt. Ah, da, okay, da kommt sie. Perfekt. Lydia, du bist jedenfalls manchmal immer noch gut. Manchmal immer noch gut. Das Satzbau. Alter, ist überhaupt nicht weit weg. Nein. Nein, 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 nein. Schnellreise zum Ostengraf. Alter. Das ist am anderen Ende von Himmelsrand.